Prinzipiell als Trainer wünschst du dir die bestmögliche Qualität. Riedle war, und das glaube ich auch zu Recht, Stammspieler jetzt über eine lange Zeit. Das ist jetzt nicht so, dass du als Trainer sagst, ey, das ist jetzt mein Wunsch, dass ein Stammspieler den Verein verlässt. Aber ich finde, dann musst du auch als Trainer die Gesamtsituation sehen. Ich bin jetzt, vorgestern haben wir es besprochen, ich bin jetzt auch schon lange hier. Dieser Verein ist wichtiger als einzelne Funktionen, als einzelne Spieler. Und wenn man sich die Situation betrachtet, mit dem, was durch Corona einfach im letzten halben Jahr passiert ist, finde ich, müssen wir klar sagen, es gibt wichtigere Dinge, als jetzt den einzelnen Spieler zu halten, auf Teufel komm raus, zu versuchen, alles, was wir haben, zu behalten und am Ende vielleicht den Verein zu gefährden. Also ich finde, das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und da vielleicht das Kompliment nochmal auch an alle, die die letzten Jahre hier in dem Verein beteiligt waren und aktiv waren, dass wir in dieser schweren Situation die Möglichkeit haben, gut weiterzuarbeiten. Der Transfer gehört jetzt aber trotzdem dazu, dass es so gut weitergehen kann. Die alte Försterei in komplett vollem Zustand ist schon was Besonderes. Ich als Co-Trainer hab Zweitligapartien dort bestritten. Eine spektakuläre 5:4-Niederlage, wenn ich mich richtig erinnere, mit Paderborn. Ein Sieg mit St. Pauli. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Fußball-emotionale Atmosphäre auf der alten Försterei. Ich glaube aber, dass unsere Spieler alle in der Lage sind, mit Emotionalität von außen auch klarzukommen. Jetzt ist durch Corona sowieso die Situation eine andere. Deshalb werde ich jetzt nicht noch eine eigene Ansprache halten über die Emotionalität an der alten Försterei. Ich glaube, das Wichtigste war für mich die erste Ansprache vor der Mannschaft und dort Ihnen ganz klar zu vermitteln, was ich mir jetzt vorstelle in der Zusammenarbeit, was ich von Ihnen erwarte und aber auch, was Sie von mir erwarten können. Darauf aufbauend versuchen wir jetzt den Prozess in Gang zu setzen, dass wir das im Training umsetzen. Rein zwischenmenschlich, rein von den Erwartungen auf dem Platz, neben dem Platz und dann aber in der Umsetzung natürlich auch in der taktischen Grundformation auf dem Platz. Das sind die Dinge, die wir beeinflussen wollen und können jetzt für Freitag. Und das sind die Gespräche, die momentan für mich im Vordergrund stehen. Wie richten wir uns aus? Auf was wollen wir achten? Was sind die Dinge, wo wirklich vielleicht der Unterschied bestehen kann zwischen uns und Union? Wo können wir uns Vorteile erarbeiten und wo müssen wir richtig aufpassen?